So, Hallöchen. Und zur nächsten Farm, ja. Rally Quest Farming. Ja. Moment. So. Nicht erschrecken jetzt. Ich meine, jetzt habt ihr euch ja schon erschreckt. Ja, gut. jo. Eine Map, die Valley Quest Farm, vierfach Map, momentan noch im Beta-Status. Manchmal sieht man es auch noch auf der Karte schon noch. Jo, was soll ich sagen? Okay. Okay, normale Früchte, okay. Also, das ist die Karte. Es ist, glaube ich, 1,1 Gigabyte groß, das gute Stück. Ja. Viele Felder. Wir haben insgesamt hier mal wieder 55 Felder verbaut, wenn es hier so passt. Jo, stopp, 58. Ja, nachher haben wir wahrscheinlich 58 Felder momentan, genau. Hier gibt es ein Bahnsilo West, hier ist die BGA verbaut. Das Sägewerk ist hier, Bahnhof, Silo, Scheune, Klärwerk, Transporthub Süd, Hafen Süd, links unten. Zuckerfabrik, Kalkstation, da ist die Ranch verbaut. Hafenspeicher, Biomasseheizwerk, Transporthub, Getreidespeicherzentrum. Nochmal eine BGA. Ja, und das war's auch erstmal. Uns gehört uns mal. Okay, das ist schon mal ein richtiger Fehler hier, würde ich mal behaupten. Uns gehört eigentlich alles, ne? Ist top, ne? Momentan wahrscheinlich wird wahrscheinlich alles noch gefixt. Ist wie gesagt eine Beta. Da wird mit Sicherheit noch einiges dran gemacht, ne? Und gucken wir mal. Genau, die Fe ich kann jetzt euch auch nicht sagen, wie viel die Felder jetzt einzeln kosten, oder geht das? Ne, geht leider nicht. Okay, dann gehen wir weiter. Verkaufspunkte hier seht ihr sie alle. Ja, ich denke mal eher zum Testen, deshalb gehen wir da relativ schnell drüber. Ja. Weil es einfach noch eine Beta ist. Hier mal der momentane Stand in der Beta hier. Hier haben wir ein paar Unterstellmöglichkeiten, wie man sie kennt, ne? Und genau, Fahrzeuge. Gucken wir mal noch an die Fahrzeuge, was wir noch haben. Ja, die kleinen Fahrzeuge haben wir schon mal. Genau. Ich möchte es nochmal sagen, dass das wie gesagt eine Beta ist. Der wird wahrscheinlich einiges noch nicht ganz funktionieren. Aber er hat sie wahrscheinlich online gestellt, dass man sie mal testen kann. Deshalb, jo. Ich wollte eine Ami-Map, würde ich mal behaupten. Zumindest glaube ich das. Jo. Gucken wir uns das Ding mal ein bisschen kurz an. Da ist ja irgendwo ein Hubschrauber unterwegs. Ja. Wir gucken gleich mal, wo der ist. Ich habe noch nicht gesehen. Gut. Also gucken wir uns mal die Sache an. Wie gesagt, hier ist der Hof verbaut, Unterstell und ob es nachher genauso in der fertigen Version auch so aussehen wird, das werden wir mal sehen. Hier hat es noch Unterstellmöglichkeiten. Hier das Feld gehört und auch uns. Ja gut, uns gehört ja eh alles. Zug ist auch verbaut hier. Das sind 1,1 Gigabyte. Ja. Da es noch Beta ist, kann da mit Sicherheit noch einiges passieren hier. Ja, macht euch selber ein Bild davon. Was ist das da hinten? Der ist beispielsweise ein Flugplatz verbaut, wie es aussieht. Genau. Hier hört die Welt da hinten auf.
sag hier Flughafen. Könnte ich mir auch recht gut vorstellen, hier so, wie gesagt, so zum Abtransport oder so. Also zum Verkauf hier am Flughafen. Vielleicht wird es ja hier so gemacht, kann ja durchaus sein, ne? Keine Ahnung. Hier scheint auch noch was zu sein. Was? Das wird sich dann irgendwann noch rausstellen. Es ist nichts hinterlegt momentan. Große Felder halt. Hier stand der Hafen. Oh. Ah, okay. Komme ich nicht rein. Okay. Ja. Hier sind noch einzelne für Gebäude verbaut. Ich sage jetzt mal so, unendliche Weiden, daher auch wahrscheinlich Vierfach-Map, ne? Ja. So, jetzt geht es ein bisschen schneller. Ja, es sind unendliche Weiden hier, ne? Da wurde auch noch schon angefangen mit irgendwas hier. Beziehungsweise doch, das habe ich fertiggestellt hier. Hier ist dann auch irgendwas, nur was das dann sein wird. Das Landeplatz wohl. Okay. Gehen wir einfach wieder hier rüber. Hier ist dann noch ein Abladeplatz. Da steht noch ein Zug. Hier hat es noch einen riesen Parkplatz, einen riesen Supermarkt verbaut. Ja. Hier ist dann noch eine Tankstelle, wo die ist aber noch nicht hinterlegt als Symbol. Hier ist noch eine kleine Wohnsiedlung mit Kreisverkehr. Sieht auch schön aus. So, was haben wir hier hinten noch? Da ist auch noch eine... ach, das ist dann... Das dürfte dann die... Da müssen wir mal schon schauen. Das ist noch nicht ganz klar, was das ist hier unten. Das ist das... Ah, okay, das Klärwerk. Okay, alles klar. Ja, gut. Ja. Sieht dann so aus. Jo, was haben wir hier sonst noch? Dann nochmal ein Hafen, ein Stück. Hier hinten geht noch eine Brücke. Da kann man leider nicht drüber fahren, aber das ist dann... Das ist dann Deko, ne? Ich muss so schön sagen. Hier die Bahnlinie halt. Auch schön gemacht. Ich denke, wenn die Karte dann wirklich mal im Original ist, denke ich mal, wird das schon ein bisschen anders aussehen. Wahrscheinlich mehr Häuser und so. Gut, performancemäßig. Bis jetzt läuft es hier oben, klar. Ich mag jetzt keine riesen Mega-Ruckler hier, also ja gut, aber ich weiß nicht, wie das ist, wenn das dann wirklich ausbaut ist komplett. Wie gesagt, ist gar nichts mehr hier. Hier stehen zwei Autos. Nein, ich glaube keine Autos. Strohballen. Hier drüben hat es noch was. Ein Teil vom Bahnhof oder so. Beziehungsweise, das dürfte dann wahrscheinlich eine Abladestelle sein. Transporthub Süd. Da kommt auch gerade der Zug hergefahren. Gucken wir mal, ob der hier anhält. Ne, der hält hier natürlich nicht an. Naja. Gut. Da ist übrigens der Hubschrauber hier oben. Da ist er. So. Was haben wir hier hinten noch? So. Das ist wohl ein... Ja, altes Gebäude, wo repariert wird gerade eben. Da drüben ist dann noch... Moment. Das ist dann die Ranch hier noch. Hier. Da, Hanna. Ja.
So, hier ist auch irgendwas. Vermutlich irgendwann. Hier dürfte dann im Normalfall Zuckerrohrfabrik verbaut sein und eine Kaltstation. Auch hier. Nordzucker sogar. Okay. Hier, Straßen sind schon alle dran, wie es aussieht. Wir gucken jetzt mal, was da drüben ist noch. Okay, hier hat es dann nur noch ein paar Bahnübergänge hier, Brücken, Bahnbrücken. Hier ist drüben noch die ganzen roten. Macht euch einfach mal ein eigenes Bild davon. Das ist ja auch ein großes Feld hier vor mir jetzt. Ja gut. Aber alles okay. Hier hat es auch noch ein bisschen Wald. Aber was ist das hier? Hier ist dann auch noch... Ah, okay. Das dürfte dann eigentlich... Biomasseheizwerk, okay. Okay. Dann kann man dann auch mit Sicherheit was abgeben oder... Ja. Sieht so aus, da ist ein Point. Genau. Ja. Hier steht noch ein Zug. Hier ist noch eine Abladestelle, aber es ist noch nicht, es ist noch nicht hinterlegt. Hier ist wieder der Flughafen und dann sind wir eigentlich schon außen rum hier. Genau. Hier steht auch ein Gerät von uns, wie es aussieht. Hafenspeicher. Ah, da steht ein Wagen hier oder was? Hier ist da. Ja. Ja, okay. Dann soll es mal gewesen sein. Kleiner Einblick. Mal gucken, wenn sie fertig ist. Kommt mit Sicherheit noch was oben drauf. Ist mit Sicherheit auch wieder was für mehr Multiplayer hier. Kann ich mir vorstellen. Oh, dann war es das schon wieder, ne? Ich wünsche euch einen schönen Tag hier und bis dann mal und tschüssi. Wobei, halt, stopp, Moment mal. Ha, hab noch was vergessen. Hier steht noch eine größere BGA. Mit 5 Bunker. Silo-Bunker. Respekt. Subi. Jo, genau. Super. Alles klar, dann bis dann mal und tschüssi.